Moin, meine liebe Eishockey-Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play NHL 2009 mit unseren Edmonton Oilers. Spiel Nummer 7 der Saison steht an. Heute gegen die Phoenix Coyotes, wieder ein Heimspiel für unsere Oilers. Und heute werden wir natürlich wieder mal die Frage beantworten: Kann unsere Siegesserie fortgesetzt werden oder können uns die Phoenix Coyotes in unserem Lauf erstmals stoppen? Wir werden es sehen, was passiert. Das siebte Spiel. Wir haben also die Gelegenheit, im siebten Saisonspiel den siebten Saisonsieg einzufahren. Und die Phoenix Coyotes, ein Gegner, der sehr durchwachsen in die Saison gestartet ist, aktuell 15., also letzter in der Western Conference, hat bisher hin erst zweimal gewonnen. Ausgerechnet, die wollen uns stoppen, aber manchmal sind es ja die angenommen schwächsten Teams, die einen ein Bein stellen können. Von daher dürfen wir die Coyotes aus Phoenix nicht unterschätzen. Los geht's also, 60 Minuten, hoffentlich spannender Eishockey hier in Edmonton. Und es geht gleich mal los mit einem Penalty gegen uns, und zwar gegen Sean Orkoff. 2 Minuten für Behinderung. Das wird wahrscheinlich wieder mal so eine Witzstrafe sein. Und genau so ist es auch. Und somit müssen wir also gleich früh in Unterzahl ran gegen die Coyotes. Natürlich kein guter Start für uns Oilers in diese Partie. Aber mal schauen, was passiert. Die Coyotes, deren Powerplay-Ausbeute sicherlich nicht die beste ist, sonst wären sie ja nicht Letzter im Westen. Ja, aber unterschätzen dürfen wir diesen Gegner trotzdem nicht. Das ist für mich trotz alledem eine stark besetzte Mannschaft. Die haben Jokinen in den Reihen, Shane Doan, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist schon eine gute Truppe. Aber naja, das Gesamtpaket stimmt dann am Ende wohl doch nicht. Deswegen eben das Team auch weniger erfolgreich. Aber naja, trotzdem finde ich es sehr interessant, diese Franchise. Und jetzt gibt es erstmal die Strafe gegen die Coyotes. Und zwar gegen wen? Gegen Michalek. 2 Minuten für Cross-Checking, also Stockschlag. Und das wiederum geht in Ordnung. Und somit 4 gegen 4. Die Coyotes können also ihre Überzahl nicht nutzen. Dadurch, dass sie also selbst gleich einen Regelverstoß begehen und somit also jetzt einen Mann verlieren. Und somit erstmal 4 gegen 4. Und das ist Jones. Ja, zuletzt ja der Sieg für uns zu Hause gegen die Ducks aus Anaheim. War ein sehr starkes Spiel von uns. 5:2 der Endstand. Hat mich echt gefreut. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir Anaheim auch so souverän schlagen am Ende. Aber das haben wir wirklich gut gemacht. Heute gegen die Coyotes eigentlich ja... Ja, man kann es nicht anders sagen, eine Muss-Aufgabe. Eigentlich musst du hier die Punkte holen, aber naja. Eishockey hat seine eigenen Gesetze, da läuft das manchmal eben etwas unerwartet ab. Und die Coyotes machen hier auf jeden Fall ein ganz ordentliches Spiel bis hin. So, jetzt haben wir aber erstmal Powerplay, Pool an der Scheibe. Und da kommt der Pass, aber Horkov, der gerade von der Strafbank gekommen ist, verpasst knapp. Das wäre es natürlich gewesen, Sean Horkov gerade wieder auf dem Eis. Und dann steht da Gold richtig, aber da fehlt am Ende ein kleines Stückchen. So, aber da ist schon wieder der Horkov. Schön, wie er das macht! Und Bruce Geloff, der Goalie der Coyotes, aufmerksam. Und zur Stelle. Ja, für den einen oder anderen, der sich wundert, es ist ja schon wieder ein paar Tage her, wo mein letztes Video gekommen ist. Fast schon wieder eine halbe Woche. Ich habe aktuell wieder etwas viel Stress. Zwecks Berufsschule und so. Das geht natürlich vor. Deswegen wollte ich euch halt informieren, dass die Videos aktuell immer mal in etwas größeren Zeitabständen folgen. Werde natürlich versuchen, das immer so schnell wie möglich nacheinander alles hochzuladen, was ich aufnehme, damit natürlich das Projekt auch recht schnell vonstatten geht. Aber wie gesagt, für diejenigen, die sich wundern, habe aktuell wieder viel zu tun, das Real Life eben, wie es eben so ist. Ein Let's Player hat es nicht leicht, aber das bekommen wir schon hin. So, und jetzt zurück zum Spiel, nichts weiter passiert, die Coyotes mittlerweile wieder vollzählig auf dem Eis, aufgepasst, da kommt der Pass, Horkov, Penner, nein! Da fehlt auch nicht viel. Dann nochmal Sean Horkov mit dem Bauerntrick. Aber da wird er in die Zange genommen. Bleibt aber an der Scheibe wieder. Horkov gegen Buskalov. Knapp daneben. Und der Sean Horkov, der hat immer noch nicht genug. Bleibt an der Scheibe immer noch. Der Horkov. Unnachgiebig. Und Horkov. Nächste gute Chance. Wieder nichts. So, Wichnowski jetzt im Abseitspartie damit unterbrochen. Phoenix also mit ordentlich Dampf, den sie da bekommen von unseren Oilers. Aber auch mit dem nötigen Glück. Und die Null, sie steht bei unseren Gästen. So, aufgepasst. Jetzt kommen die Coyotes. Perron, gerade so von der Scheibe getrennt. Stortini geht ab in die Offensive. Stortini. Alleine gegen 2. Schön durchgesetzt. Der Pass, aber Briscalov wieder zur Stelle. Und versucht das Spiel schnell zu machen. Das geht fast schief, aber dann hat der Goalie die Scheibe sicher in den Händen. Kein Problem für den Goalie der Coyotes. Die sich glücklich schätzen können, so eine gute Nummer 1 zu haben. So, aufgepasst, Tänzer, der Pass auf Tarnquist. Der geht ab in die Offensive und der Schussversuch gar nicht so schlecht. Allerdings rauscht er am Kasten von Garon vorbei und die nächste Strafe gegen uns Oilers. Gegen Sam Gagner, 2 Minuten für Behinderung. Ohne Worte. Ehrlich, also mir fällt dazu nichts ein.
Warum und wie auch immer, ich weiß nicht, inwiefern die Schiedsrichter in diesem Spiel hier geschult wurden, aber anscheinend nicht wirklich gut. Da hat EA Sports ganze Arbeit geleistet, also das ist echt Schwachsinn, was die hier pfeifen. So, und aufgepasst, Phoenix jetzt natürlich hier mit Oberwasser, Shane Doan, Turris, verfehlt knapp und Speed und raus da hinten. Das wäre natürlich extrem bitter, wenn du jetzt durch so eine dumme Strafe, vor allem durch so eine unberechtigte Strafe, das Gegentor kassierst, aber naja, gehört eben auch dazu. Und wieder die Coyotes Jokinen. Smith hat die Scheibe raus da hinten, Leute. Cogliano mitten in den Reihenwechsel der Coyotes rein, setzt sich trotzdem durch. Und Bruce Garlow fällt. Verdammte Axt. Hansel. Reinbrecht. Stales dazwischen. Sehr gut gemacht. Moro, Horkoff, der mit den Kräften ziemlich am Ende ist. Wird Zeit, dass hier Drittelpause ist. Bruce Garlow sicher. Und somit Faceoff. Ja, eigentlich machen wir das ganz gut hier in Unterzahl. Immer wieder die Entlastungsangriffe, die auch gar nicht so schlecht sind. Aber leider ohne den nötigen Erfolg. Reinbrecht. Und der mit der Chance, Garen, natürlich stark. Unser Goalie und mit dem Fehler und dann ist er drin. Nein, 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 nein. Peter Müller. 1:0 Powerplay-Tor für Phoenix. Und das war ein riesen Goalie-Fehler. Also ich habe Garen bisher immer gelobt, aber so ein Ding darf er einfach nicht machen. Hat die Scheibe schon sicher, dann will er das Spiel schnell machen und dann so ein brutaler Fehlpass vor die Linse des Gegners und Müller da eiskalt nutzt die Chance und es steht 1:0 für die Coyoten aus Phoenix. Das ist so bitter und so unnötig. Garen. Fast schon wieder so ein Ding, aber Surrey war Gott sei Dank da. Sauer. Ja, Garen mit seinem ersten Riesenfehler in dieser Saison, aber es sei ihm verziehen. Bisher hat er immer gute Spiele gemacht. So, und jetzt ist Pause, die ersten 20 Minuten sind rum. Phoenix führt mit 1:0 in einer recht ausgeglichenen Partie. Sowohl unsere Oilers als auch die Coyotes haben ihre Chancen. Ja, und Phoenix, begünstigt durch den Torwartfehler von unserer Seite, führen sie hier mit 1:0. Glücklich oder nicht, ist auch egal. Zwei Drittel aber noch vor uns. Und noch können wir also die erste Saisonpleite abwenden. Und so ein 1:0 ist natürlich auch kein besonders aussagekräftiges Ergebnis. Aber bis hierhin kommen wir am Goalie der Coyotes, Bruce Garlow, nicht vorbei. Der macht uns das Leben zur Hölle. Ja, und wenn wir natürlich hinten das eine Geschenk an den Gast vergeben, wird schwierig, hier noch was zu reißen, aber es ist noch genug Zeit. Ein Eishockeyspiel endet ja wirklich im äußerst seltenen Fall mal 1:0, von daher sollte uns das schon mal motivieren. So, Jokinen wieder. Wir haben schon eine starke Offensivreihe mit Shane Doan, mit Jokinen, also wie gesagt, schlecht besetzt ist diese Truppe nicht. So, und da kommt kein wirklicher Pass dabei raus. Zumindest geht er in die falsche Richtung. Und Shane Doan jetzt mit dem Konter für die Coyotes. Garen zum Glück aufmerksam. Hemsky, Penner. Dustin, Penner. Und da kommt der Pass auf Horkoff. Aber wieder der Bruce Garlow zur Stelle. Darf doch alles nicht wahr sein. Der Goalie bärenstark. Und im Gegensatz zu uns macht er eben auch keinen fatalen Fehler da hinten drin. Zumindest noch nicht. Horkoff. Setzt sich da durch, verliert die Scheibe. Müller, der Torschütze. Und da haben sie wieder Platz und Shane Doan, Wichnowski nicht energisch genug, meine Herren. Fast das 2:0. Also was auch immer los ist heute mit unserer Defensive, so richtig gefallen tut mir das nicht. Im Großen und Ganzen sieht es ja nicht schlecht aus, aber in solchen Situationen unsere Abwehrreihen heute immer wieder sehr, sehr wackelig. Und das kann am Ende richtig bitter ausgehen. Cogliano mit der nächsten guten Chance für uns. Ohne Erfolg, Gagner. Der Pass auf Cole. Und er setzt sich da schön durch. Und der Pass auf Cogliano. Cole nochmal. Aufgepasst. Aktion noch nicht beendet. Die Oilers hier mit einer Drucksituation nach der anderen. Aber ohne Erfolg. Smith aus der Distanz. Da ist einer dazwischen. Wichnowski probiert's. Cogliano. Und der Pfosten. Nein. Und Bruce Garlow hat die Scheibe. Freunde, das sind Zustände hier. Die Oilers mit einer guten Chance nach der anderen. Aber ohne Erfolg. Jetzt war es sogar schon Aluminium, aber die Scheibe geht einfach nicht hinter die Linie heute. Das darf alles nicht wahr sein. Brühl. Und McRadden dazwischen. Aufgepasst. Die Coyotes wieder mit einem ihrer Entlastungsangriffe. Tarnquist! Und Garen, der da lange zögert, bis er mal zum Puck geht. Pisani Brühl. So, ab geht's wieder. Und der Pass Nisson! Brühl! Nein! Pisani! Und der Bauerntrick, Bruce Garlow dazwischen, Jendl und die Strafe gegen uns. Na klar, wie soll es auch anders sein? Powerplay für Phoenix, wieder mal Strafe für Behinderung und zwar gegen Pisani. Ja gut, das kann man vielleicht schon eher geben, zumindest liegt hier der Gegner auch mal auf dem Eis. Aber trotz alledem, wegen so einem leichten Check letztlich die Strafe zu geben, naja.
Egal, da sage ich nichts mehr dazu. Da rege ich mich bloß unnötig auf und das habe ich nicht nötig. Von daher nehmen wir es so hin, wie es ist. Und das ist Tyris und das ist nicht das 2:0. Gott sei Dank, denn das wäre es gewesen. Erstens total unverdient, zweitens total unnötig. Naja, Phoenix heute wirklich mit Glück und Geschick. Aktuell hat es auch Erfolg, dieses System. Schilbert mit dem Versuch Cogliano. Bleibt am Puck. Und trotz der Unterzahlsituation bestimmen die Oilers weiterhin diese Partie hier. Wir sind überlegen, wir nutzen unsere Chancen aber nicht. Und Shane Doan jetzt alleine. Doan, ist er eiskalt? Nein, zum Glück nicht. Garin, unser Goalie, auf der Höhe des Geschehens. Weiterhin. So, Nilsson. Gegen Michalek. Und ein überragender Pass auf Müller. Der Pass Wischnowski dazwischen. Nächster Angriff. Reitbrecht und Garin stark. Der aber trotz alledem, obwohl er diesen riesen Fehler gemacht hat, der Phoenix zum 1:0 verholfen hat, sich hat jetzt nicht verunsichern lassen und Garin hält trotzdem weiterhin stark, unser Goalie. Also da kann man nicht meckern. Müller. Nächster Angriff für die Coyotes. Aufgepasst. Reinbrecht. Und der Versuch und Garin mit Schwerstarbeit fast das 2:0 für die Coyoten. Also da haben wir jetzt wieder richtig Glück gehabt. Das ist hier wirklich ein Spiel jenseits von Gut und Böse. Phoenix kaum mit offensiven Akzenten, aber wenn sie da mal vorkommen, wird's richtig brenzlig und wir haben eine gute Chance nach der anderen, lassen sie aber alles abliegen, Moro wieder. Es ist zu Mäusemelken. Perrault. An der Scheibe, aufgepasst. Perrault, der Pass auf Reinbrecht, 2:0, nein, das darf alles nicht wahr sein. Joel Perrault erhöht für die Phoenix Coyotes. Das ist so bitter und sowas von unverdient, aber es ist die Realität. 2:0 Phoenix. Das gibt's nicht. Garin kann den ersten Schuss noch festhalten. Beim zweiten ist er machtlos, unser Goalie. Aber ich glaube, ihn trifft da am wenigsten die Schuld. Unsere Defensive hat ihn da etwas im Stich gelassen. Und Phoenix erhöht tatsächlich auf 2:0. Noch vor Ende des zweiten Drittels. Und das wird immer schwerer für uns, hier nochmal zurückzukommen. Aber fällt da mal der Anschluss? Nein! Weil wir wieder eine Riesenchance liegen lassen. Protzek versagt. Und somit steht es nach 40 gespielten Minuten 2:0 für die Phoenix Coyotes. Das ist so unnötig, das ist so bitter. Aber naja, was wollen wir machen? 20 Minuten haben wir noch Zeit, um hier alles wieder gerade zu biegen. Vielleicht gelingt es uns, vielleicht auch nicht. Aber egal, bevor wir hier noch Sagen erzählen, machen wir einfach mal los. Die letzten 20 Minuten der Partie. Die Frage ist, können sich die Edmonton Oilers hier von diesem Rückstand nochmal erholen und zurückschlagen? Oder droht im siebten Saisonspiel die erste Saisonpleite, ausgerechnet gegen die Phoenix Coyotes, gegen den letzten der Western Conference, gegen den Gegner, gegen den man es wohl am wenigsten vermutet hat. Wir werden es rausfinden. Aber was wir auf jeden Fall jetzt mal bräuchten, wäre natürlich so eine Art Tor. Und es gibt aber wieder mal die Strafe gegen uns. Das regt mich wirklich auf. Dustin Penner, 2 Minuten für Behinderung. Irgendwann kommt der Tag, dann bringe ich diesen Schiedsrichter um. Ich weiß nicht, was die für Probleme mit uns haben, aber jedes Mal das Gleiche, diese sinnlosen Strafen für Behinderung, die keine ist. Es kotzt mich so an, ehrlich. Und dann liegst du hier noch 2:0 hinten und Hänsel und Reinbrecht. Und warum denn auch nicht 3:0? Ja, alles gut, Freunde. Ich sehe das hier wirklich als reine Provokation vom Spiel an und Cogliano. Natürlich nicht. Pryskalov nicht zu überwinden heute. Also, weiß nicht, was sie dem gegeben haben, aber der Goalie ist bärenstark. Michalek. Nächster Anlauf der Coyotes. Hänsel. Müller. Smith passt auf. Cogliano. Schilbert. Scheißpass. Nichts war. Smith. Aufgepasst. Pass auf Morrow. Ja, und es hat sich nichts geändert. Unsere Rolle ist nach wie vor spielbestimmt, auch wenn wir jetzt kaum noch gute Chancen haben. Aber wir bleiben im Besitz der Scheibe und das in Unterzahl. Also dann sieht man eigentlich mal, dass Phoenix eigentlich kaum etwas zustande bringt, aber trotzdem 2:0 führt. Das ist so unverdient. Nur im ersten Drittel hatten sie wirklich gut mitgespielt, meines Erachtens nach. Aber naja, so ist das eben. Wenn man keine Tore schießt, kannst du nicht gewinnen. Nilsson, Penner, nein, da muss er sich erst noch das Knie halten. Und Penner und Pryskalov. Und natürlich hat er die Scheibe wieder sicher. Es soll nicht sein heute. Die Oilers glücklos. Nicht ideenlos, aber einfach glücklos. Wir haben ja Chancen. Aber wir nutzen sie nicht. Und das ist das größte Problem am heutigen Tag. Tarnquist. Brühl dazwischen. McRatten. Schön abgeräumt. Der Pass auf Pisani.
der sich da gut durchsetzt. Und da kommt der Pass. Oh nein, wieder nichts. Chris Karloff zur Stelle. Hansel. Pass rüber auf McRatten. Gilbert. Brühl. Gleich nur noch 10 Minuten. Die Zeit ist hier natürlich unser größter Feind. Und wieder Chris Karloff. Oh Mann. Ah, jetzt gibt's mal die Strafe gegen die Coyotes. Das ist mal was. Pisani, Brühl und Chris Karloff wieder zur Stelle. Ein Tor wäre mir jetzt natürlich lieber als diese Überzahlsituation hier. Martin Hansel muss raus, 2 Minuten Verbinderung, wird wahrscheinlich wieder so eine Witzstrafe sein. Ja, okay, das kann man dann schon vertreten. Also das würde ich auch abpfeifen, beziehungsweise als Regelverstoß bewerten, wenn er da den Gegner so umhaut. So, und jetzt müssen wir es einfach mal nutzen. Penner, Penner, nein, Chris Karloff, Hemsky, alle probieren es, aber keiner kommt an diesem Teufelskerl von Chris Karloff vorbei. Der hält alles fest. Das ist echt nicht drin. Jones. Yandel. Jones. Reinbrecht. Natürlich versuchen die Coyotes sich jetzt hier einfach nur noch zu befreien. Und das gelingt ihnen ja auch weitestgehend gut. Und das ist Abseits. Mann, Leute. Da muss man aber auch einfach mal als NHL-Profi die Übersicht haben, dann nicht im Abseits rumzustehen, wenn es hier um alles geht. Kwerbuschkow. Setzt sich dort gut durch. Der Pass. Gagné. Chris Karloff. Es ist nicht zu fassen. Cogliano. Yandel und raus sind sie, die Coyotes. Und die Zeit rennt und rennt natürlich. Phoenix nähert sich hier immer mehr dem Sieg. Und wir uns unserer ersten Saison bleibt. Aber jetzt ist er drin. Da endlich. Eric Cole, Powerplay Tor. Anschlusstreffer. Geht doch, Leute. Unsere Oilers leben noch. Und wir können doch noch ein Tor schießen. Aber vielleicht kommt das auch schon zu spät. Ein wunderschöner Pass und Chris Karloff endlich mal überwunden. Der Goalie ist also doch schlagbar, doch kein Übermensch. Und es steht nur noch 2-1 für die Phoenix Coyotes. Und Edmonton hofft, in den letzten 6 Minuten hier noch den Ausgleich zu erzielen. Das muss uns jetzt einfach motivieren, dieser Anschlusstreffer. Weil wenn er das nicht tut, weiß ich auch nicht, was man hier noch machen soll. Surrey, Brodziak, ab geht's natürlich. Und da kommt der Pass und Stortini mit der Chance. Chris Karloff zur Stelle. 4 Minuten 54. Die Zeit ist unser größter Feind. Aber wir haben noch die Chance. Ein Tor nur und wir wären zurück. Dann könnten wir uns zumindest schon mal in die Overtime retten. Hätten wir wenigstens schon mal einen Punkt sicher. Müller. Ja, ja, jetzt müssen wir natürlich auch rustikal zu Werke gehen. Und Penner, nein! Oh, Mann. Wieder schön gespielt. Aber wieder hat der Goalie was dagegen. Penner. Das ist den Penner. Elishemski setzt sich da schön durch. Der Pass auf Vorkopf 2-2. Der Ausgleich. Shodokov. Saisontor Nummer 3. Es geht doch, Leute. Der späte Ausgleichstreffer. Wir sind zurück. Das ist hochverdient. Das ist absolut hochverdient, weil Edmonton einfach mehr für diese Partie tut. Und Phoenix verspielt auf kuriose Art und Weise eine 2-0 Führung. Bis 6 Minuten vorm Ende dieses Spiels hat Phoenix hier 2-0 geführt. Alles sah dann heraus, dass Edmonton das erste Saisonspiel verlieren würde, beziehungsweise die erste Saisonpleite hinnehmen müsste. So, aber es gibt wieder die Strafe gegen uns. Behinderung halten. Mal was anderes gegen Cogliano jetzt die Strafe. Müssen wir natürlich extrem aufpassen. Ja, gut, das kann man noch nachvollziehen. Das Halten. So, 2 Minuten noch knapp. Und Phoenix also mit der Überzahlsituation. Und wir müssen jetzt natürlich defensiv extrem clever agieren. Jetzt hier ja nicht noch ein Gegentor kassieren, denn das wäre richtig bitter, wenn man das hier noch verlieren würde. Aber aufgepasst, Riesenchance, Chris Karloff. Oh Mann, fast das 3-2. Das wäre es natürlich gewesen. Können wir diese Partie hier noch gewinnen? Ist jetzt die Frage. Zumindest erstmal in die Overtime. Dann hätten wir schon mal einen Punkt. Das wäre auch schon mal viel wert. Und die Chance, Wichnowski, Chris Karloff. Aber ohne Erfolg unsere Jungs davor. Aber wir haben doch gezeigt, wie das Tore-Schießen geht. Binnen von 6 Minuten 2 Treffer. Das ganze Spiel haben wir uns sehr schwer getan mit den Coyotes. Aber jetzt haben wir den Dreh raus. Und ein Tor brauchen wir noch. Dann wäre alles wunderbar. Nilsson. Und da kommt der Pass. Nein, verpasst Wichnowski. Und trotz der Unterzahl bleiben wir hier am Drücker. Von Phoenix nichts mehr zu sehen. Die sind vollkommen demotiviert. Hat man so den Eindruck. Turris, nichts ist. Nächste Strafe. 5-3. Das wird natürlich bitter und richtig schwer. Steve Staios muss raus. Hartes Checking. Ja, aber okay, das sehe ich noch ein. Da klemmt er den Gegner zwischen ihn und der Scheibe. Das ist schon heftig. Also natürlich zwischen der Bande und nicht der Scheibe.
Also ich denke, vertretbare Entscheidung. So, nur noch zu dritt gegen fünf Jungs aus Phoenix. Nilsson, der ist zu langsam, muss leider abbremsen. Sheldon Surrey auch. Müller, die letzten Sekunden laufen in dieser Partie. Wenigstens ab in die Overtime hier, das wäre jetzt schon mal viel wert. So, Nilsson aber nochmal. So, und wir haben zumindest wieder einen Mann mehr auf dem Eis. Sind schon zu viert. Cogliano nochmal mit dem Versuch. Und Briscalo fällt. Und das wird nicht mehr reichen. Und somit wird es in die Overtime gehen. Genauso ist es. Aber da können wir schon mal mächtig stolz drauf sein. Bis 6 Minuten vor dem Ende haben wir 2-0 zurückgelegen gegen die Phoenix Coyotes, die das bis dahin sehr, sehr clever gemacht haben. Offensiv wirklich auf wenige Angriffe gesetzt waren, aber effektiv. Ja, und defensiv standen sie gut, hatten einen guten Goalie, der aber dann Gott sei Dank innerhalb der letzten 6 Minuten zweimal überwunden werden konnte. Briscalo also doch schlagbar. Genau. Und ja, somit sind unsere Oilers zurück im Spiel. Steht 2-2. Und jetzt geht's ab in die Overtime. Und mal schauen, ob wir die Partie noch gewinnen können. Oder ob Phoenix am Ende hier 2 Punkte mit nach Hause nimmt. Jetzt geht's eigentlich ja bloß noch um den Extrapunkt. 1 Punkt haben beide Teams auf jeden Fall schon mal sicher. Und das ist nach dem Spielverlauf schon mal einiges wert. Und völlig verdient auch für unsere Oilers. Aber 2 Punkte wären natürlich schöner. Nilsson setzt sich da erstmal gut durch. Vielleicht geht es ja auch zum ersten Mal in dieser Saison in Shutout. Das wäre natürlich auch mal eine schöne Geschichte. So, Jokinen down. Jokinen wieder abseits. Phoenix, man muss ja immer noch bedenken, sie sind ja noch in Überzahl. 21 Sekunden. Ja, aber so richtig gefährlich sind die Gäste im Powerplay eigentlich nicht, weil unsere Oilers eben auch das Spiel nehmen. Das ist aber eben auch das Problem, dadurch, dass wir das Spiel machen, kann Phoenix natürlich immer mal wieder auf schnelle Angriffe setzen. Aber das ist nicht der Fall. Und die Chance, Briscalo zur Stelle. Und wir sind wieder vollzählig. Die Zeit tuckert hier in der Overtime natürlich jetzt relativ schnell runter. Laufen schon die letzten 2 Minuten. Und wenn hier nicht bald ein Tor fällt, geht es hier wirklich in Shutout. Und da wäre ich natürlich erst recht gespannt, wie es dort laufen würde. So, der Pass auf Nilsson. Der setzt sich da schön durch, aber verliert die Scheibe dann noch. Letzte Minute läuft in der Overtime. Jokinen. Und jetzt könnte ja ein richtiges Herzschlagfinale werden am Ende. Ist ja ein bisschen auch der Fall. Sehr spannende Partie. Jokinen wieder. Und Phoenix jetzt kaum noch was Nennenswertes zu sehen. Hurkov, da kommt der Pass. Hemsky verpasst. Schade, schade. Gute Gelegenheit. Und Müller für die Coyoten. Morris. Sheldon Surrey an der Scheibe. Der Pass auf Stejos. Gut gemacht. Und jetzt muss es nochmal abgehen. Stejos. Da kommt der Pass. Briscalo stark. Haut sich da rein mit allem, was er hat. Und verhindert die Entscheidung. Abseitswarnung. Aber jetzt können wir. Verlieren die Scheibe. Und der letzte Angriff der Overtime gehört wohl nochmal Phoenix. Aber da kommt nichts bei raus. Wir befreien uns letztlich. Ey. Und ja. Damit zum Heißing. 0,1 Sekunden vor dem Ende. So. Aber hier wird nichts mehr passieren. Und somit wird es in Shutout gehen, Freunde. Unsere erste Overtime in dieser Saison, die keine Entscheidung bringt. Und somit also geht's ins Shutout. Und da bin ich jetzt natürlich richtig gespannt, ob wir das hier noch ziehen können gegen die Phoenix Coyotes. Ja, man sieht eigentlich, die Statistiken sprechen mittlerweile deutlich für uns. Fast 15 Minuten, die wir in der Offensive verbracht haben. 32 zu 25 Schüsse, das ist schon deutlich. Aber die Effektivität lässt heute einfach zu wünschen übrig. So, jetzt bin ich also gespannt, wer im Shutout das glücklichere Händchen hat und ob wir hier die 2 Punkte zu Hause behalten können oder ob wir das erste Saisonspiel beziehungsweise die erste Pleite in dieser Saison hinnehmen müssen. Und das ist Hemsky. Alleine gegen Briscalo. Nein, der Goalie zur Stelle. Da hat Hemsky mit den Deeks probiert, aber ohne Erfolg. So, Shane Doan, Nummer 1 für die Coyotes gegen Garen. Unser Goalie passt auf, stark. Stark. Und somit verfehlen die ersten beiden Schützen der jeweiligen Teams das Ziel. Und es steht 0-0. Und das ist Sam Gagner. Der kommt über die Außen. Gagner! Nein, zu einfach. Ist ja ein altbewährter Trick, von der Außenbahn ranzufahren und das Ding dann reinzuhauen, aber klappt hier nicht. Und jetzt Whitebreak, Garen wieder stark. Ja, ja. Die Schützen der beiden Teams allesamt so ineffektiv. Und unser dritter Schütze verfehlt ebenfalls. So, und das bedeutet jetzt natürlich, wenn die Coyotes den Schuss reinmachen, ist das Spiel gewonnen. Müller mit der Chance, aber Garen hat was dagegen. Oh Mann, und mir schwant Böses. Das könnte hier eine richtig lange Angelegenheit werden, wenn das hier so weitergeht. Weil kein Schütze hier wirklich erfolgreich ist. Hurkov! Nein, natürlich nicht. Briscalo zur Stelle.
Und das heißt, nächster Anlauf für die Coyotes, Sansa. Und der trifft fast, aber letztlich nicht. Gott sei Dank, Garen wieder stark. 4 Schüsse haben beide Teams nun schon versammelt hier. Und jetzt Dustin Penner, nein! Das gibt's nicht, Mann. Ich weiß aber auch nicht, wie ich die Dinger hier reinmachen soll, ehrlich. Karpanen, der 5. Schütze der Coyotes. Und jetzt ist er drin. Und damit ist unsere erste Saisonpleite besiegelt. Phoenix gewinnt im Shutout gegen die Edmonton Oilers mit 3-2. Bittere Angelegenheit natürlich, aber zumindest haben wir am Ende wenigstens noch einen Punkt geholt. Also, unsere erste Saisonpleite. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Das war wirklich eine enge Angelegenheit. Haben uns kurz vor Schluss noch zurückgekämpft, nachdem wir lange Zeit 2-0 hinten lagen. Aber am Ende verlieren wir das hier. So, Garen heute wieder mit 23 gehaltenen Schüssen. Star Nummer 3, Hochkopf mit einem Treffer, der 2. Star. Und wer ist der 1. Star? Das ist Chris Garloff. Und das hat er sich, denke ich, verdient. Mit 30 gehaltenen Schüssen. Bärenstark der Goalie heute, der Coyotes. Respekt davon. Ja, Freunde, war doch nichtsdestotrotz eine sehr unterhaltsame Partie. Auch wenn es mich am Ende sehr, sehr ärgert natürlich, dass wir das hier verlieren. Aber das gehört dazu. Also, erste Saisonpleite unserer Edmonton Oilers. Phoenix 3, Edmonton 2. Nach Shoutout. Ich bedanke mich trotzdem wie immer fürs Zusehen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, jetzt bei NHL 2009. Also, bis dahin. Ciao, ciao.